So sieht es im Fernsehen aus und so sieht das hier in echt aus. Wenn Chinese Sun sich vorbereitet auf die Sendung, die gleich hier startet, noch haben wir ein bisschen Zeit und er redet vom IFO-Index, der heute etwas schlechter als erwartet rausgekommen ist und damit nicht wirklich gute Stimmung eigentlich verbreitet hat. Aber bevor wir darüber gleich sprechen, ich werde gleich Chinese Sun mal fragen, was er denn vom aktuellen Markt hält und deshalb... Oh, Manu-chan guckt traurig. Wir müssen noch mal kurz bei Manu-chan vorbeigucken. What is most important for you today? Ja, Bonsan Story. So ist gar. Arigato gozaimasu. Also, sie lässt sich auf nichts ein. Sie sagt, ja, meine Story wäre das Interessanteste heute. Das ist natürlich gelogen. Aber was soll sie auch groß sagen? Und wenn sie Englisch nicht ganz fit ist, dann hält sie sich da lieber raus. Aber Chimizu-san, der ist Englisch fit. Wenn Sie nicht Englisch fit sind, ich werde es gleich noch mal übersetzen. Keine Sorge. Trotzdem fragen wir mal Chimizu-san. What is most important for you today? Most, as you know, the U.S. stock indexes, S&P and Nasdaq composite, made a new high since last September and August, I think it was. I guess at this point, there's a same amount of people wants to sell, same amount of people wants to buy, same amount of people wants to get into. The market is not really showing a strong direction to go from here. And it's Wednesday, and the Japanese markets are closed next 10 days, starting this Saturday. And what happens is when the Japanese market goes away from the market, it used to be called the Golden Week, market really moves as if to skip. To Japanese investors. I cannot translate this later. But, there's a lot of chance that might happen this coming 10 days, I guess. Japanese market are kind of drying out a little bit. There's a lot of people trying to get out of the market, try to leave small positions only just for 10 days. I don't know, Japanese are trying to get out, and rest of the market are trying to push up the U.S. stock indexes. We'll see how it goes, but it seems like on the futures trading at this point, U.S. stocks seems to me that wants to go higher, so we'll see how it goes. Okay, thanks a lot for your insights. Arigato gozaimashita. Also ich werde das nochmal schnell zusammenfassen und noch ein paar Sachen hinzufügen, denn es gibt durchaus spannende Momente heute auch für den Markt. Er meinte, hier ist eine Sache ganz, ganz wichtig. In Japan gibt es nächste Woche die Golden Week von Samstag bis zum darauffolgenden, also eine Woche später, Montag, also 10 Tage insgesamt, ist hier alles dicht und alle sind unterwegs. Die Züge sind voll, die Flieger sind voll, keiner ist mehr in Japan, alle sind unterwegs. Das kann durchaus sein, dass der ein oder andere Investor natürlich dann die japanischen Märkte nicht haben möchte, sondern sagt, ich gehe lieber auf einen anderen Markt, was dann vielleicht auch den amerikanischen Markt nochmal ein bisschen nach oben pushen könnte. Insgesamt, wir haben es ja gesehen, S&P auf dem Weg nach oben hat das neue Hoch gesehen. Der Nasdaq 100 hat das neue Hoch gesehen, der Dow Jones hat es noch nicht gesehen, da wartet man noch drauf. Jetzt gab es heute Zahlen von einigen Titeln schon vorbörslich, einige Folgen noch. Boeing war eben gerade schon und hat den Markt noch mal ein bisschen nach oben geschoben. Gab es erst ein bisschen Wackelei vorbörslich, konnte man das sehen. Der Dow Jones Future oder der entsprechende CFD, der hat dann natürlich entsprechend gewackelt und ein bisschen Panik verbreitet. Und das ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Ich gehe schon noch davon aus, dass der Dow Jones es auch noch mal versuchen wird, oben rauszuschießen. Aber ich bin ein bisschen in Sorge, ob der Markt wirklich dann die Power hat, weiterzulaufen. Das ist nicht gesagt, dass der Markt das nicht kann. Es ist sehr realistisch, dass der Markt sogar weiterläuft, denn noch sieht alles positiv aus. Aber wir sehen, der Markt wird ein bisschen nervöser zur Veröffentlichung der Zahlen, Earnings Season sowieso. Aber sicherlich auch deshalb, weil man nicht so richtig weiß, soll man dann noch auf dem neuesten Hochpunkt einsteigen? Das ist eigentlich nicht typisches institutionelles Verhalten, denn die Instis, wenn der Markt mal ein neues Hoch gesehen hat, versuchen eher den Markt zu drücken, um dann nochmal später tiefer reinzukommen. Wir kennen das die False Breakouts. Das ist aber kein Versprechen, dass das so passiert. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Insti schon ganz schön verzweifelt in die Tischkante gebissen hatte auf dem Weg nach oben. Jetzt seit Weihnachten ist der Markt nämlich so stark gestiegen, dass der ein oder andere institutionelle Player einfach nicht mehr rein konnte. Und ob er jetzt den Mut hat zu sagen, nee, wir warten noch mal auf niedrige Kurse, das ist mal abzuwarten, wollen wir mal sehen. Also nicht voreilig sein, aber
Aus meiner Sicht, wer jetzt schon long war, sollte vielleicht die Trades absichern mit einem Stop, einem nachgezogenen Stop, einfach mal ein bisschen Gewinne absichern, vielleicht mitnehmen, weiß ich nicht so richtig, aber absichern, nachziehen finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Aber vielleicht auch mal vor allen Dingen die aggressiveren mal gucken, ob man dann einen Short-Einstieg findet. Noch tue ich mich da schwer, den zu finden, zumindest mal bei den großen Aktienindizes, auch beim DAX ist das alles noch eher nach oben ausgerichtet, das heißt eher wackelig, eher diese Bullenflaggen, also eher hängend im Trendkanal nach unten und beim nächsten Ausbruch dann weiter mit Schub nach oben. Und solange das weiterläuft, gibt es keinen Grund, hier auf die Short-Seite zu wechseln, sondern bleib auch ich eher auf der Long-Seite. Das ist nicht überall so. Silber zum Beispiel finde ich eine interessante Geschichte, aber da will ich nicht zu viel verraten. Gucken Sie sich den Trade des Tages an. Da haben wir Ihnen was vorbereitet, was Sie sich vielleicht dazu angucken könnten. Mit ganz konkreten Einstiegsmarken, Sie kennen das Ganze, da geben wir das ja an, so wie wir es eben umsetzen können. Sie können das natürlich variieren, Sie können einfach mal gucken, so machen die das und schauen, was Sie da selber daraus ableiten können. So, und bevor ich Sie jetzt alleine lasse in den Markt, störe ich noch mal schnell diese beiden hier, die jetzt... So. Also, Schlussbild mit Dame und mit Chimisu-san und mit mir und mit den besten Wünschen für Sie. Toi, toi, toi. 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 Toi.